Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um die Spannungsmessung und den Innenwiderstand eines Spannungsmessgerätes bzw. Voltmeters. Zunächst ein ganz klein wenig Theorie. Lassen Sie sich bitte davon nicht abschrecken. Dieses Video ist eher an praktischen Aspekten interessiert. Eine elektrische Spannung ist die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten. Das ist gar nicht so ganz einfach zu erklären, was damit gemeint ist. Das will ich an diesem Beispiel nochmal verdeutlichen. Wir sehen hier zwei Gegenstände. Der eine ist negativ geladen, der andere ist positiv geladen. Zwischen diesen beiden Gegenständen kann ich nun eine elektrische Spannung messen. Ziehe ich diese beiden Gegenstände auseinander, quasi von Hand, so wie hier angedeutet, so wird die Spannung zwischen diesen beiden Gegenständen größer werden. Das liegt daran, dass ich nun Arbeit in dieses System investiert habe, da die beiden sich ja gegenseitig anziehen und ich somit einen Energieaufwand habe, um die beiden auseinanderzuziehen. Das spiegelt sich in dieser Formel wieder, die wir im weiteren Verlauf des Videos jedoch nicht benötigen. Die Spannung U ist die Arbeit, die an der Ladungsmenge des ersten Körpers verrichtet wurde, minus die Arbeit, die an der Ladungsmenge des zweiten Körpers verrichtet wurde. Das drückt sich aus durch das Potential an dem einen Körper minus dem Potential an dem anderen Körper. Und somit sind wir wieder bei dieser Aussage gelandet, die ich eingangs schon gemacht habe, nämlich die elektrische Spannung ist eine Potentialdifferenz. Ganz wesentlich an dieser Aussage ist für uns hier, dass eine elektrische Spannung somit nur zwischen zwei verschiedenen Punkten gemessen werden kann. Es ist absoluter Unsinn, an einer Stelle eine Spannung messen zu wollen. Es gibt immer einen zweiten Bezugspunkt, selbst wenn der nicht so ganz offensichtlich zu sehen ist. Wie schon gesagt, diese Formel ist für die Praktiker meistens uninteressant, aber sie zeigt nochmal ganz deutlich, dass eine Spannung nur zwischen zwei Punkten gemessen werden kann. Wir schauen uns nun eine ganz einfache Spannungsmessung an. Wir nehmen einen Stromkreis. Auf der einen Seite habe ich den Minuspol an der Batterie zum Beispiel mit dem Elektronenüberschuss, auf der anderen Seite den Elektronenmangel. Der pflanzt sich nun hier über die Leitung fort, ebenso wie der Elektronenüberschuss bis zu dieser Lampe, und an dieser Lampe soll nun die Spannung gemessen werden. Das geschieht nun einfach dadurch, dass ein Spannungsmessgerät parallel zu dieser Lampe angeschlossen wird und somit genau diesen Spannungswert, der an der Lampe besteht, angibt. Man sagt, dass eine Spannung immer parallel gemessen wird. In diesem Bild ist das ganz offensichtlich so. Besser wäre es jedoch, es so auszudrücken, dass eine Spannung immer nur zwischen zwei Punkten gemessen werden kann. Denn das Parallele ist nicht immer so ganz eindeutig zu sehen, wie sich das hier in diesem Bild zeigt. Des Weiteren schaue ich mir hier nun eine unproblematische Messung an einer Steckdose an. Wir sehen hier links den Kontakt, das ist der Außenleiter, rechts das ist der Neutralleiter und in der Mitte haben wir den Schutzleiter. Wenn ich nun zwischen dem Außenleiter L und dem Neutralleiter messe, das ist hier schwarz angedeutet, werde ich eine Spannung mit einem Effektivwert von 230 Volt messen. Messe ich zwischen dem Außenleiter und dem Schutzleiter, so wird mir das Messgerät ebenfalls 230 Volt anzeigen. Sie sehen, dass man immer zwischen zwei Punkten messen muss. Eine weitere Messung, die hier möglich ist, ist die zwischen dem Schutzleiter und dem Neutralleiter, da beide in dem System weiter vorne sowieso miteinander verbunden sind. Das ist hier nicht gezeigt. Kann die Potentialdifferenz zwischen diesen beiden Kontakten natürlich nur 0 sein und somit zeigt das Messgerät auch 0 Volt an. Was man hier weiterhin bedenken sollte, ist, dass der Außenleiter L gegenüber der Erde eine Spannung von 230 Volt hat. Das ist hier angedeutet. Diese Messung ist natürlich nicht so einfach, denn dazu müsste ich ja eine vernünftige leitende Verbindung des Messgerätes zur Erde herstellen. Wir sehen nun eine problematische Messung an einer Steckdose. Hier soll also überprüft werden, ob die Steckdose eine elektrische Spannung führt. Dazu misst man hier zwischen dem Außenleiter L und dem Neutralleiter N mit einem Spannungsmessgerät nach, ob denn eine Spannung vorhanden ist. Wenn das Messgerät wie hier nun in diesem Fall 0 Volt anzeigt, nimmt man natürlich an, dass auch gegenüber Erde keine Spannung besteht. Da aber in diesem System der Neutralleiter gebrochen ist, fehlt bei dieser Messung der zweite Bezugspunkt. Der erste Bezugspunkt
ist der Außenleiter L, der zweite Bezugspunkt ist der Neutralleiter, der aber nicht wirklich, sondern nur scheinbar vorhanden ist. Somit ist dies nur ein loses Stück Leitung in der Wand, das hier nicht als Bezugspunkt dienen kann, denn dieses Stück der Leitung wird sofort mit Elektronen überflutet, sodass keine Potentialdifferenz mehr zwischen diesen beiden Punkten besteht. Also das Potential an dieser Stelle ist immer genau das gleiche wie hier und somit kann das Messgerät nichts anzeigen. Trotzdem bleibt natürlich die Spannung des Außenleiters gegenüber Erde bestehen, die 230 Volt, und wenn man jetzt aufgrund dieser Messung annimmt, dass man hier anfassen darf, besteht Lebensgefahr. Es ist durchaus sehr gefährlich, das zu tun, denn je nachdem, wie gut der Kontakt dieses Menschen zur Erde ist, nehmen wir den Extremfall an, er steht im Wasser, dann habe ich hier gar keinen Übergangswiderstand, dann würde sofort ein Strom fließen über die Erde, der den Menschen wahrscheinlich tötet. Wichtig ist hier nochmal ganz deutlich zu erkennen, dass der zweite Bezugspunkt wirklich vorhanden sein muss. Die Spannung kann nur zwischen zwei Punkten gemessen werden. Das ist hier eben durch einen Fehler nicht gegeben. Als nächstes folgt eine richtige einphasige Spannungsmessung. Ich stelle mir hier eine Schalterdose oder ähnliches vor, in der der Außenleiter L greifbar ist. Man muss dazu wissen, dass in dem spannungserzeugenden Generator oder Transformator in der Spule, von der L kommt, mit 230 Volt gegenüber Erde, auch eine Verbindung zum Erdreich gegeben ist. Ich muss mir also nun vorstellen, dass diese 230 Volt von L auch gegenüber Erde vorhanden sind. Nun soll hier eine Spannungsmessung durchgeführt werden mit einem einpoligen Spannungsmessgerät. Hier mit diesem Zeichen angedeutet, wir sehen das hier. Hier ein Bild so eines einpoligen Spannungsmessgerätes. Dabei passiert nun Folgendes. In dem Moment, wo der Kontakt hergestellt wird und der Finger wirklich auch auf diesem Kopfkontakt liegt, wird der Stromkreis geschlossen. Das heißt, es kann ein elektrischer Strom fließen über diesen Weg. Was auch gleichzeitig bedeutet, dass über diesen menschlichen Körper ein ganz kleiner Strom fließt. Die sehr hochohmige Glimmlampe in diesem Messgerät wird nun anfangen zu leuchten und daran ist nun zu erkennen, dass der Außenleiter hier tatsächlich vorhanden ist und dass es eine Spannung gegenüber Erde gibt. Das ist der Zweck dieser Messung. Allerdings ist diese Messung schon deshalb gefährlich, weil ein kleiner Strom über den menschlichen Körper fließt. Und je nachdem, ob zum Beispiel Herzschrittmacher oder auch andere Implantate im Körper eingebaut sind, kann das natürlich sofort zu Problemen führen. Also das ist eine Sache, die sollte man im Grunde unterlassen und nicht durchführen. Ich werde gleich dazu eine Alternative zeigen, die in den meisten Fällen auch gut funktioniert. Dieses Messgerät wird nicht umsonst auch Lügenstift genannt. Wir werden jetzt gleich sehen, warum. Hier erfolgt jetzt nämlich die einpolige Messung wieder mit diesem Lügenstift. Allerdings mit fehlendem Bezugspunkt. Das ist in diesem Fall so, dass die Messung ganz genauso vorgenommen wird wie im Bild zuvor. Das System ist das gleiche. Aber der Mensch, der hier die Messung durchführt, steht auf einer isolierenden Matte. Oder der Untergrund ist einfach ein guter Isolator. Das kann zum Beispiel auch schon dadurch geschehen, dass der Mensch sehr gut isolierende Schuhe trägt. Das wird dann dazu führen, obwohl hier ordnungsgemäß der Kontakt zum Außenleiter hergestellt worden ist, dass der Stromkreis nicht geschlossen wird, somit kein Strom fließen kann und somit das Messgerät auch keine Spannung anzeigt. So besteht jetzt natürlich die Annahme, dass keine Spannung gegenüber Erde an dieser Stelle besteht, wodurch es natürlich passieren kann, dass man nun von der isolierenden Matte heruntertritt, hier reingreift, voll den Außenleiter berührt, damit ein großer Strom über den menschlichen Körper fließt. Der kann in etwa bis zu 230 mA betragen. Man kann nicht genau sagen, ab welcher Stromstärke es wirklich lebensgefährlich wird. Das hängt nämlich auch von der Einwirkdauer ab. Aber ein Strom von 230 mA ist unmittelbar lebensgefährlich. Es ist sofort eine Situation, in der es zum Tode kommen kann. Wenn dieser Fall auftritt, dann werden meistens keine 230 mA fließen, sondern erheblich weniger. Deshalb
gibt es nicht so viele tödliche Unfälle, wie man aus diesem Bild heraus vermuten könnte. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass es natürlich auch bei kleineren Strömen schon zu sehr schädlichen Wirkungen im Körper kommen kann und dass möglicherweise eben doch schon dieser große Strom fließt und somit diesen Menschen tötet. Eine Alternative dazu ist die sogenannte berührungslose Spannungsmessung. Sie ist eigentlich keine Spannungsmessung, sondern in diesem Fall wird das Magnetfeld gemessen, das von diesem Außenleiter permanent, auch wenn dort nichts angeschlossen ist, abgestrahlt wird. Diese Messung ist also eine sehr gute Alternative zur einpoligen Spannungsmessung, vor allem deshalb, weil kein Strom über den Menschen fließt. Allerdings muss ich auch hier bedenken, dass die Empfindlichkeit dieses Gerätes natürlich begrenzt ist und möglicherweise keine Spannung angezeigt wird, obwohl sie denn doch gegenüber Erde vorhanden ist. Also da ist auch Vorsicht geboten. Besser ist tatsächlich eine zweipolige Spannungsmessung, bei der ich hier vom Außenleiter zu einem wirklich vorhandenen zweiten Bezugspunkt messe. Das ist immer sicherer als das, was ich hier sehe. In diesem Bild zeige ich nun, warum der Widerstand eines Spannungsmessgerätes hoch sein muss. Dafür gibt es zwei leicht einzusehende Argumente. Das erste werde ich hier mit einer kleinen Berechnung, die bereits durchgeführt ist, zeigen. Ich gehe davon aus, dass ich zwei Widerstände in Reihe geschaltet habe. Beide sind an 230 Volt angeschlossen, beide sind gleich groß mit einem Kiloohm. Dann teilen sich diese 230 Volt gleichmäßig auf diese Widerstände auf, sodass ich jeweils 115 Volt an jedem Widerstand habe. Und diese 115 Volt sollen nun gemessen werden. Dazu wird, wie in diesem Bild angedeutet, ein Spannungsmessgerät parallel geschaltet. Und dieses Spannungsmessgerät zeigt nun genau die hier vorhandene Spannung an. Da aber in diesem Fall fehlerhafterweise das Spannungsmessgerät keinen hohen inneren Widerstand hat, wird es auf die Schaltung genauso wirken wie ein 1 Kilo Ohm großer Widerstand. Das heißt, ich habe hier eine Parallelschaltung aus zwei 1 Kilo Ohm großen Widerständen, wodurch dieser Abschnitt der Schaltung damit nur noch 0,5 Kilo Ohm aufweist und somit nur noch ein Drittel der hier angelegten Spannung auf dieser Strecke abfällt. Das sind 76,6 Volt und genau die wird das Gerät anzeigen. Im Grunde misst das Messgerät immer noch den richtigen Wert. Es hat aber diesen Wert selber so stark verändert, dass der eigentlich zum messende Wert überhaupt nicht mehr angezeigt wird. Das muss man also als fehlerhafte Messung ansehen. In diesem Bild sehen wir nun die gleiche Messung noch einmal. Die gleiche Ausgangssituation. Es sollen diese 115 Volt gemessen werden, die an diesem 1 Kilo Ohm großen Widerstand abfallen. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass der Widerstand des Spannungsmessgerätes 1000-mal größer ist als dieser Widerstand. Wenn man das durchrechnet, kann man recht leicht zeigen, dass diese 115 Volt durch das Einbringen dieses Messgerätes nahezu gar nicht verändert werden. Das liegt daran, dass diese 1000 Kiloohm kaum einen Einfluss auf das gesamte Gebilde nehmen. Wir können hier die allgemeine Schlussfolgerung ziehen, dass ein Spannungsmessgerät einen möglichst großen Innenwiderstand haben sollte. Und Spannungsmessgeräte haben tatsächlich einen sehr großen Innenwiderstand. Die sind von vornherein so konzipiert, dass das gewährleistet wird. Wir sehen hier ein zweites Argument dafür, denn mit einem Spannungsmessgerät werde ich sehr oft zwischen dem Außenleiter L und dem Neutralleiter N eine Spannungsmessung durchführen. Der Innenwiderstand dieses Messgerätes ist groß. Es ist nämlich sehr leicht einzusehen, dass im gegenteiligen Fall, wenn dieser Widerstand klein wäre, hier sofort ein Kurzschluss verursacht würde, der die ganze Anlage stilllegt, weil dann die vorgeschalteten Sicherungen auslösen würden. Auch daran kann man gut erkennen und daran kann man sich auch gut merken, dass ein Spannungsmessgerät einen großen Innenwiderstand hat, der auch unbedingt erforderlich ist. Ja, ich hoffe, Sie konnten mit diesen Beispielen etwas anfangen und Sie können vor allem eine Situation, wie sie hier angedeutet ist, vermeiden. Denken Sie immer daran, dass Sie bei einer Spannungsmessung den zweiten Bezugspunkt benötigen, sonst laufen Sie da vielleicht in die Irre und es kann dann eben auch sehr gefährlich werden. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.